Lieber Friedrich Meyer-Oertel, wenn Sie am Samstag Ihren 85. Geburtstag gefeiert hätten, hätte ich gerne den Musensohn von Goethe vorgelesen. Und Sie hätten vielleicht mit Robert Schumann dazu gesummt. So kommt der Musensohn als Gruß auf Ihre Reise in ein bisher noch nicht betretenes Land jenseits aller Sterne. Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Takt reget und nach dem Maß beweget sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blum im Garten, die erste Blüt am Baum. Sie grüßen meine Lieder. Und kommt der Winter wieder, sing ich noch jenen Traum. Ich sing ihn in der Weite, auf Eises Läng und Breite, da blüht der Winter schön. Auch diese Blüte schwindet, und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Denn wie ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie. Der stumpfe Bursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sohlen Flügel und treibt durch Tal und Hügel den Liebling weit von Haus. Ihr lieben, holden Musen, wann ruh ich ihr am Busen auch endlich wieder aus? Friedrich Meyer-Oertel wäre heute 85 Jahre alt geworden. Sören Eckhoff spielte gerade aus La Bohème, aus dem zweiten Akt, aus der Chorszene, an dem Flügel, der Friedrich Meyer-Oertel gehörte. Und als er vor einigen Jahren umzog, hat er diesen Flügel dem Theater geschenkt. Und der Flügel steht jetzt im GMD-Zimmer des Staatstheaters Darmstadt. Ein würdiger Ort also für diese fantastische Gabe. Ich bin Carsten Wiegand, Intendant am Staatstheater Darmstadt, und La Bohème war die zweite Inszenierung, die ich von Friedrich Meyer-Oertel gesehen habe, vor ungefähr 20 Jahren am Nationaltheater Mannheim, an dem ich damals inszenierte und gearbeitet habe. Es war eine bildkräftige, sehr sinnliche, wunderbare Aufführung, aber wie gesagt, die zweite Aufführung, die zweite Inszenierung, die ich von Friedrich Meyer-Oertel sah. Die erste erinnere ich noch in ganz vielen Szenen und ganz vielen Facetten, weil ich habe sie öfter gesehen. Zum ersten Mal 1985 mit 13 Jahren als Jugendlicher und dann noch mehrmals. Es war eine wunderbare Geschichte. Ein armer Weber schließt im 30-jährigen Krieg einen Pakt mit einem Kobold, einem finsteren Naturgeist, der Kobold soll ihn reich machen und dafür bekommt der Kobold sozusagen das erste von jeder neuen Sache, das erste Korn, das erste Werk. Und nun möchte der Kobold, da sie 14 Jahre alt ist, die erste Tochter dieses Webers haben. Das Stück heißt Der Gogoloris, eine Geschichte, die Michael Ende in dieser Form aufgeschrieben hat. Und Wilfried Hiller hat sie komponiert und Friedrich Meyer-Oertel hat die Uraufführung inszeniert 1985 am Gärtnerplatztheater in München. Und das war eine packende, tolle, wundervolle Inszenierung mit wirklich spannenden Bildern, unglaublich faszinierend. Eine der ersten Aufführungen, die ich so in meinem Leben gesehen habe. Und insofern die erste intensive Erinnerung an ein Werk von Friedrich Meyer-Oertel. Er hat 200 Inszenierungen etwa in seinem Leben geschaffen, davon 26 am Staatstheater in Darmstadt, in den 8 Jahren, die er hier
von 1996 bis 2004 der Operndirektor war. Darunter waren vielgeliebte Inszenierungen wie die Alcina, auch umstrittene, aber immer Inszenierungen, die sich dem Naturell, dem Charakter eines Werks versucht haben anzunähern, sehr, sehr verschiedene Sprachen gefunden haben für sehr, sehr verschiedene Kunstwerke. Und viele, viele Menschen erinnern sich bis heute dankbar an diese Aufführungen oder diese Aufführungen haben sie zum Musiktheater, zur Oper geführt. Deswegen danke ich heute im Namen des ganzen Staatstheaters Friedrich Mayr-Oertel für all das Wunderbare, Großartige, Faszinierende, das er in seiner überwältigenden Liebe zur Oper für dieses Haus geschaffen hat. Ich hatte das Glück, dass ich ihn auch kennenlernen durfte, als ich als designierter Intendant nach Darmstadt kam. Wir waren immer wieder im Gespräch und er ist diesem Haus ja bis zum Schluss sehr verbunden geblieben. Also, lieber Friedrich Mayr-Oertel, wir gedenken heute Ihrer sehr dankbar und wir feiern Ihren 85. Geburtstag, wo auch immer Sie nun sein mögen, wo auch immer Sie diese letzte Reise hinführt, diese letzte Reise und vielleicht diese letzte Inszenierung. Sie wird sicher auch sinnlich und sehr charakteristisch sein. Und jetzt spielt Sören Eckhoff einen Ausschnitt aus der Fledermaus. Aus der Fledermaus deshalb, weil das eine andere Aufführung ist, die Friedrich Mayr-Oertel wunderbar inszeniert hat. Auch diese Aufführung ist wie La Bohème am Nationaltheater Mannheim noch im Repertoire. Am Staatstheater Darmstadt sind leider Aufführungen nicht so lange im Repertoire, deswegen kann man hier nichts mehr von ihm sehen. Aber in Mannheim gibt es noch zwei Aufführungen, La Bohème und die Fledermaus. Und wenn wir nun einen Ausschnitt aus der Fledermaus hören, können wir uns an diese wunderbare Aufführung erinnern. Thank you.
ich habe Friedrich Meyer-Oertel kennengelernt. Ich war damals Schauspielassistentin hier an diesem Haus und bin regelmäßig in die Oper gegangen, habe mir einige Proben zu seinen Arbeiten auch angesehen. Und es war immer ein schöner Austausch mit ihm über seine Arbeiten, die ich sehr geschätzt habe und sehr gemocht habe. Und es war einfach klasse, dass Friedrich Meyer-Oertel auch viele junge Regiemenschen geholt hat und sie an diesem Haus eine Chance bekommen haben, ihre ersten Arbeiten zu präsentieren. Er war bereit für Experimente, für neue Theaterformen und wusste auch, wo seine Qualität liegt und mit welchen Menschen er auch neue Theaterformen ausprobiert. Es war mit ihm immer ein schöner Austausch, auch bis in der heutigen Zeit. Vielen Dank, Friedrich. Tja, Friedrich Meyer-Oertel, in seinen letzten 4 Darmstädter Jahren hier habe ich ihm assistieren dürfen. Ich habe beim Überlegen, wo ich ihm assistiert habe, festgestellt, es war gar nicht so viel, aber das ist vielleicht ein Zeichen, dass er so omnipräsent war, sowohl in seiner Person wie mit seinen Arbeiten, die er hier gemacht hat. Mein Gott, was war da alles dabei? Das Wichtigste vielleicht als China. Da habe ich als Hospitant angefangen, bei der Produktion hier in Darmstadt, und bei den letzten Vorstellungen war ich schon Assistent mit vielen Wiederaufnahmen. Dadurch habe ich etwas mehr Bezug zur Barockoper bekommen. Das ist auch ein Dankeschön von ihm. Vespri Siciliani, ein Monument an Aufführung. Leben mit einem Idioten. Da habe ich auch nur gedacht, wie man so Bilder schaffen kann in einem Stück, was man irgendwie erstmal nicht kapiert. Das hat mich echt begeistert, wie er da das geschafft hat. Elektra, da war ich Hospitant, habe ich noch als Erinnerung. Der Haken, wo es Elektra die Klytämnestra hat aufgehängt an der Seite, habe ich mir mitgenommen als Erinnerung. Aufregende Produktion, später noch Gabriele Schnaut zu Gast, war für mich als junger Theatermann was Aufregendes. Ja, seine Produktionen wirkten immer irgendwie fast kompliziert, aber sie waren gar nicht kompliziert, weil sie immer eine Einheit waren von Bühnenbild und Giovanni mit der Drehbühne, dieses Monument Vespri Siciliani, die Salome, da durfte ich alleine die Tanzproben betreuen. Wenn ich links neben ihm gesessen habe, war immer so eine Energie und so ein Brennen neben mir. Das hat mich immer fasziniert. Ich habe ihn immer beobachtet, wie der so auf die Bühne guckt, immer dran ist und mit seinem Gesicht immer dran geblieben ist und mitgelebt hat und so weiter. Das war schon was. Die Stimmung war eigentlich immer gut, auch gereizt, auch mal so richtig schlecht, es hat auch mal gekracht, aber alles irgendwie um die Sache. Ich meine, er war halt ein Vollblut-Theatermann, der gebrannt hat für das Theater. Furious winter's rages.
So, jetzt stehen wir hier im Gang, hier im großen Theaterflur zum Malersaal und erinnern uns an den guten Meyer Oertel. Genau, wir würden jetzt die Gelegenheit nehmen, würden posthum alles Liebe und Gute noch zum Geburtstag sagen und wir danken für die schönen 8 Jahre in Darmstadt. Die ja wirklich immer mit viel Elan, Lust, Esprit und es war halt ein lustiger Kerl, er hat immer tolle Geschichten zu erzählen gehabt. Und auch seine Inszenierung, da war immer Spaß dabei, es war immer bunt, es war immer Leben. Hi, wir sind Techniker vom Großen Haus, ne? Waren damals, wir haben gerne mit Herrn Meyer Oertel zusammengearbeitet, waren auch schöne, lustige Produktionen, die wir mit ihm hatten und schade, ne, dass so starke Leute leider gehen müssen, aber haben immer gerne mit ihm zusammengearbeitet. An Friedrich Meyer Oertel ist fest verbunden mit seiner Inszenierung der Oper Alcina. Wir haben da mit sehr großem zeitlichen Vorlauf fast das ganze Ensemble in Tiere und Blumen verwandelt und die Inszenierung war so abwechslungsreich und witzig, dass ich einfach nur Danke sagen kann für dieses wunderbare Theatererlebnis, das er mir damals geschenkt hat und das klingt heute noch in mir nach. Da kann ich mich total anschließen. Ist auch mein absolutes Theaterhighlight gewesen bis heute. Und wir sind ja wirklich auch schon lange, lange hier am Theater.
Und wir haben das damals noch gekrönt und haben das zusammen mit einer Festtafel gefeiert und haben Brunch gemacht. Da hat er uns alle zu eingeladen und es war wirklich eine ganz tolle, irre Erfahrung. Und ich muss sagen, was ich besonders geschätzt habe, war auch seine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Konzeptionsgespräche, zu denen er uns ja immer auch eingeladen hatte. Und er war einfach, er hatte eine so positive Energie und hat das schon gelebt, dieses Stück, was er jetzt gerade in Vorbereitung hatte und inszenieren wollte, dass man schon in den Startlöchern stand und hat schon mit den Hufen geschart in dem Konzeptionsgespräch und hat gebrannt auf die Arbeit und wollte total sofort loslegen. Das ist mir jedes Mal so gegangen und ja, war wirklich sehr, sehr toll. Ja, ich kann dem eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich muss wirklich sagen, diese Zeit, wir haben die ja eigentlich alle drei auch gemeinsam erlebt. Und das Wunderschöne ist einfach, dass wir solche Theatergeschichten haben, über die wir immer mal wieder ganz intensiv auch reden. Und weißt du noch, wie das damals war? Und das waren auch ganz besondere Ausstattungen und auch unglaubliche Herausforderungen. Und es ist wirklich wunderschön, dass man, dass wir diese Ära mitbekommen haben und ja, mit ihm zusammenarbeiten durften und mit den Kostümbildnerinnen, mit denen er auch gearbeitet hat. Das war wirklich eine großartige Zeit. Und da zehren wir heute noch von. Thank you.
Ja, hallo. Also wir drei sind auch schon lange am Theater hier und kennen Herrn Meyer-Oertel. Finden es schade, dass er nicht mehr unter uns weilt und haben viele tolle Erinnerungen an ihn. Heiko hat zahlreiche Beleuchtungsproben mit Meyer-Oertel gemacht. Er liebte das Licht. Unser Chef, Dieter Göckel, wurde damals zum Chef, wie Meyer-Oertel kam, und sie verbrachten zahlreiche Stunden im Zuschauersaal und sie hatten viel Spaß zusammen. Ja, wir hatten vor allen Dingen Spaß, als er seine Hänsel und Gretel hier inszeniert hat und wir einen tollen Hexenflug machen durften, den wir tontechnisch begleitet haben. Es war eine schöne Zeit und ich erinnere mich gern zurück. Starke Erinnerung, nicht nur für die Arbeiter, aber auch für die Artisten, für die Zuschauer. Er hat Meyer-Oertel als Direktor, Oberdirektor, er hat alles gezaubert. Große Erinnerung, Alcina zum Beispiel oder ja, Vespri, die Vespri Siciliane, Vespri Siciliane, ui. Und ja. Es war eine tolle Zeit und schöne Inszenierung vor allem, an die wir uns gerne zurückerinnern. Und er hat einfach auch immer gelacht, nie einmal eine böse Worte. Und ein super Mensch. Ja. Wenn ich heute an Friedrich Meyer-Oertel zurückdenke, dann erfüllt mich vor allem Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass das Schicksal mich nach Darmstadt geführt hat, Mitte der 90er Jahre. Dass Gerd Theo Umberg die Idee hatte, Friedrich Meyer-Oertel und mich zusammenzuspannen als Team. Eigentlich ein ungleiches Doppel. Er, der 30 Jahre ältere, erfahrene Kollege, und ich, der Youngster, der all diese großen Werke zum allerersten Mal dirigierte. Friedrich Meyer-Oertel, seine Leidenschaft fürs Theater, seine große Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe und aber auch seine intuitive Musikalität, die machten ihn eigentlich zum idealen Opernregisseur. Und gerade in dieser Zeit in Darmstadt sind ihm doch und uns gemeinsam mir unvergessliche Aufführungen entstanden, die mir heute noch ganz, ganz lebendig vor dem inneren Auge und Ohr stehen. Alles Erstbegehungen für mich, und für mich war es einfach ein Glücksfall, dass mit ihm eine Qualität auf der Bühne war und auch ein Miteinander und eine musikalische Aussage auch gleichzeitig. Die hat mir doch ermöglicht, diese Werke auf eine ganz besondere Weise kennenzulernen und zum ersten Mal zu gestalten und doch so eine Art von Modellaufführung, die heute, wenn ich zu diesen Stücken zurückkomme, muss ich immer an diese Darmstädter Aufführungen zurückdenken und darf das mit großem Vergnügen tun. Ich erinnere mich an Wozzeck, das war unser allererstes Stück gemeinsam, dann später Moses und Aaron, phänomenal, wie er damals die Chöre, den Krakauer Radiochor
und unseren Darmstädter Chor wunderbarerweise zusammengespannt hat, die sich über sich selbst hinausgewachsen sind in diesem Projekt, wie wir alle damals. Moses und Aaron, das war für mich eine unvergessliche Glanzleistung des Hauses und auch seine ganz persönliche. Tannhäuser, Elektra, die Frau ohne Schatten, alles Stücke, die für mich heute unverzichtbar sind und die alle ihren Ausgang und Beginn in Darmstadt mit Friedrich Mayr-Oertel hatten. Er hat immer seine Sänger stets ins beste Licht gerückt und hat sie so gefördert und sie wuchsen oft über sich selbst hinaus. Gerade das Ensemble, was wir dann hatten und gepflegt haben auch für Frauen ohne Schatten, gerade die Frauen waren unglaublich damals. Susan Owen, Michaela Schuster als Amme und die wunderbare Doris Brüggemann als Kaiserin. Diese erfüllte gemeinsame Zeit ist also für mich ein Schatz, auf den ich auch heute noch zurückgreifen kann. Danke Darmstadt, danke Friedrich Mayr-Oertel. Mein Name ist Gala Hubert, ich arbeite seit 1994 am Staatstheater Darmstadt in der Requisite in der Oper. Dadurch hatte ich sehr viel Kontakt mit Herrn Mayr-Oertel, den ich sehr geschätzt habe als Regisseur und den wir sehr mochten. Und vor jeder Probe sind wir zu ihm gegangen, haben gefragt, was er noch braucht. Er hatte immer ganz viele Ideen über die Nacht gesammelt und meinte dann, bring mir mal folgende Requisiten, und dann ist man losmarschiert und hat diese aus dem Fundus geholt und ihm dann auf die Bühne gebracht. Das war ein sehr witziges Arbeiten und wir konnten uns selber ein bisschen kreativ ausleben und fühlten uns auch dadurch sehr wertgeschätzt, einfach unsere Fantasie auch zum Teil freien Lauf zu lassen und ihm bringen zu können, was wir wollten. Ich habe ihn immer als sehr charismatischen Mensch erlebt, der mit großer Begeisterung dabei war, seine Proben anzuschauen, haben sehr viel Spaß gemacht, seine Gestik, seine Mimik zu erleben, wenn er Dinge vorgemacht hat, den Kollegen auf der Bühne, war immer fantastisch. Schade, dass er von uns gegangen ist. Thank you.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben wir malte die Blätter da. Von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Nun sitz ich hier alleine und denke die Traume nach. Thank you.